Oh Gott, ich hab's Bescheid über. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart. Hoffentlich hat man uns gerade nicht gehört, was ich gesagt habe. Und ich habe einen Gast dabei. Moin. Das ist der Marcel, von dem ich euch beschreiben kann. Ach, Philipp. Och, Marcel, das fängt ja schon gut an hier. Das geht gut los. So. Falls ihr mich nicht kennt, ich fahre bei Philipp mit dem Clown. Ich bin besser als er, falls ihr schon wisst. Oder nicht. Und Philipp und ich, wir skypen gerne mal und da kommen immer schöne Geschichten raus. Also, er macht immer. Das wollt ihr bestimmt nicht hören. Nee, wollt ihr auch nicht. Nein, fuck. Och, Philipp, ey. Das haben wir doch alles geübt, Mensch. Das ist die 43. Aufnahme hier. Das ist auch cool. Wie beim Korn, ey. Mach mal ja keine Schleichwerbung mehr. Korn, ey. Leider nur 503 Sozi. Wir schon Bono? Oh Gott, der Part geht ja super los, ey. Das ist doch dabei, das ist doch egal. Oh, der arme Volk. Da ist er ja. Ach ja, falls ihr nicht wisst, Philipp ist ein absoluter Noob in Mario Kart. Also in Super Mario Kart. Hier bin ich sehr gut. Es ist auch die Strecke, wo du einfach übers Offroad fahren kannst. Hä, hey, da war Ziel, ich hab gedacht. Hat das schon die letzte Runde angezeigt? Ich hab nicht hingeguckt. Ich hab's vor, ist das von dir. Ich schreib währenddessen, bitte. Ich hatte das letzten Port auch geguckt, da war so komischer Bug. Da ist Luigi irgendwie. War so ein Bug im Spiel, der hat den jetzt irgendwie rumgehauen auf der Strecke, keine Ahnung. Guck, da hatte Luigi die bessere Zeit. Ich glaube, der hatte 1,12. Yoshi hatte 1,13, Prinzessin Peach hatte 1,14 und Luigi war Vierter. Und er die bessere Zeit hatte. Vor machen wir. Gott, ich stelle mich aber voll schlecht an. Und ich habe gesagt, dass ich in 150. Du stellst dich nicht nur schlecht. Ich habe gesagt, dass ich in 150er ohne Safe-States machen will. Bis auf den Spezialkauf. Schaffst du eh nicht. Das schaffe ich nicht. Das habe ich schon mal geschafft. Damals, Philipp. Du bist jetzt hier, wie alt bist du? 23? 23, genau. Genau, ich bin 23. Ich bin übrigens 46 und nicht pädophil. Überhaupt nicht. Ich doch nicht, ne, Philipp? Nee, ich läuft ja gerade extrem scheiße. Also ne, der Philipp, der hat schon Sachen gestellt in seinem Leben, den Tag glaubt ihr nicht. Also was mir immer hängen bleibt, ist das mit den Enten bewerfen. Also die Schnauze, es geht keinem was an. Aber mich oder was? Keine Ahnung. Dir vertraue ich mehr als YouTube. Ja. Wo hast du mich nochmal kennengelernt? Ja toll, das macht auch so einen großen. Also mein Video war's nicht. Ach, sie hat Yoshi. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Also er fährt heute mal mit Kuba, wie er eigentlich war. Ich fahre ja lieber mit Toad, weil, keine Ahnung, Tony Boy ist der Beste. Tony Boy. Und Philipp 2. Ah. Immer noch drüber. Ich verstehe das irgendwie nicht, warum es Donkey Kong Junior ist und nicht Donkey Kong. Also irgendwie macht mir das keinen Sinn. Also ich kenne schon Donkey Kong Junior, das wäre ja auch das Arcade Games gerade bei Donkey Kong und Donkey Kong Junior. Aber ich weiß nicht, warum die Donkey Kong Junior damit fahren lassen. Ich verstehe es irgendwie nicht. Weiß ich nicht, das ist mir egal. Es wird so scheiße, wenn ich den mal vor mir habe und dann komme ich nicht vorbei, weil der so fett ist. Ist denn das Bowser oder ist das gleiche? Ja, ist mit Bowser genau das gleiche, aber ich denke, das ist mit Bowser noch ein bisschen schlimmer. Ja, Bowser, da musst du denken, ne, der hat ja auch hier. Naja, du bist ja auch eigentlich einer seiner Schergen. Und musst ihn dir auch eigentlich vorbeilassen. Jetzt, kleiner Koopa Trooper. Kann immer jemand in die Banane reinfahren, die ich ihn gelegt habe? Ach, ey, keiner. Das ist Super Mario Kart, das ist nicht fair. Doch, das macht einen, nämlich ich selber nachher. Ja. Boah, das war klar. Das war auch klar. Aber ich weiß das noch. Ein Freund von mir hat sich ein NES gekauft, SNES gekauft. Und ich so zu ihm, Alter, spiel mal Super Mario Kart, das Spiel wirst du so geil finden, ne? Ich, kommt er am nächsten, also er hat sich gekauft, hat mir erzählt,
kommt er ein paar Tage später mal an. Alter, ne, du bist so ein Hund. Ich so, wieso denn? Ja, Super Mario Kart. Ne, ich lach ihn so aus. Alter. Oh komm, da geht genau in der Millisekunde der Stern aus. Oh, alle Banane. Ach so, ich hab keine, keine Münzen mehr. Ja. Wie findest du eigentlich, dass man Münzen sammeln muss? Ich finde das irgendwie ein bisschen unnütz. Bei Mario Kart 7 ist es ja auch so und bei Super Circle war es ja auch so. Aber ich finde das irgendwie ein bisschen unnütz. Jetzt verkacke ich das Rennen oder was? Würde du hast einen Safe State gemacht? Nein, ich mache keine Safe State. Jetzt komm, ich verkacke das Rennen, mach's nochmal. Ich mache keine Safe State. Ich mache nur einen Spezialcup Safe State. Ach. Ich hab doch sie leben. Bald du hast alles zu. Ich rede, da kann ich nur sagen, bald nicht mehr. Ich hab bald keine Leben mehr, wenn ich so weitermache. Hast, hast du eigentlich ein Real Life? Nein, ich bin ja Gamer und da ist das leider nicht möglich. Also ich hab ja noch mein Real Life, ne? Also. Ich hab's noch nicht wieso. Was? Also ich hab ja noch mein Real Life irgendwo. Oh, die Fehler Spezial-Item des Spiels wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr das hier guckt. Weil, naja, ne, die gibt's halt nur hier. Warte, ich hatte One-Shock, aber den will ich unbedingt mal haben. Hab ich schon. Ich hatte schon einen, aber halt doch, ich hatte halt noch nicht einen LP. Den krieg ich auch, ob, yeah, endlich ist mal einer reingefahren in so einen Scheiß. Aber da ist in... Aber die überfahren ihn nicht, gell? Die überfahren Yoshi nicht. Wo warum? Wo sie genau dieselbe Linie fahren. Gab es in Super Circle eigentlich die Feder? Nee, die gab's da nicht. Sicher? Nee, die gab's doch nicht. Aber die haben nicht die haben alle Strecken original getreten abgebaut. Da gibt's ja Abkürzungen, wo du den Fehler brauchst und die kannst du nicht benutzen, weil es eben den Fehler nicht gibt. Ja, eigentlich erst. Ich hole uns gleich nochmal nach, das ist gut, dass eben das raus. Ja, die gibt's da nicht, das habe ich mal bei Markus gehört. Hast du gehört, dass mit Markus, dass er ins Radio kommt? Nee. Da will einer irgendwo aus unserem Radiosender mit ihm über Super Mario Kart reden. Oh, perfektes Thema da. Das stand heute bei Facebook, hat er gepostet. Echt? Mhm. Ich habe mal Facebook gar nicht geliked. Ich schon. Boah, ey, hoffentlich gibt's in Deutschland. Ich muss es mal nachholen. Wenn ihr euch wundert, was denkt der denn? Wann spielt Deutschland? Heute ist das 29. Mai. Heute ist das 29. Mai. Das ist richtig, Philipp. Ich hab der gesagt. Du hast das gesagt. Ich hab eindeutig gehört, dass ich der gesagt hab. Oh, also ich hab eindeutig das verstanden, ich sag's. Egal. Ja, heute ist der 29. Mai und ich hab gewettet und ich hoffe, ich will. Gott, das ist schon wieder so lange leise, das glaub ich bisher. Ach, warte, wir haben hier gutes, so das. Ey, ist das Kunstrasen? Ey, das ist wirklich Kunstrasen, glaube ich. Spiel eigentlich Hand? Hoffe ich mal. Oh Gott, das ist so scheiße. Das ist bei den Turms hier so beschissen. Das Spiel ist einfach unfair. Die sind alle unten und wenn da ganz links einer hochgeht, fahren natürlich alle Computergamer ganz links lang zum Beispiel. Boah, hau ab mit dem Stern, hau ab. Ich hab schon die Kretze von mir. Alter, Super Mario Kart, der ist ja nicht so mein Spiel. Mensch schon. Power machen. Ach komm, das ist doch der Punkt fair. Du stehst plötzlich alle mir im Weg, damit ich nicht erst noch. Ja. Power up mit deinen Gefühls. Ich sag nur damals, als ich dir die 60 Punkte nicht gegönnt hab. Das war so scheiße von dir. Ich fand's so geil. Das war doch das geil. Das war lustig. Das war nicht lustig. Doch. Ja, Mann, nein, nein, Mann. Du bist ja ein Vogel. So schlecht, da fahr ich nicht gegen den, aber ich hab trotzdem 6 Punkte auf.
Oh, Philipp, ey. Also, ganz ehrlich, ne, was soll aus dir mal werden? Keine Ahnung. Ja, vielleicht wird es ja später mal hier Landwirt oder so. Landwirt? Ja, gut, ich will ja nicht. Ja. Ja, ich kann sagen, ne, für die Leute. Ja, stimmt. Also, ich weiß es nicht, aber. Ich spreche ja, wo du wohnst und deswegen will ich da nichts gegen sagen. Vielleicht bestimmt bei jetzt 99,9%, was du später machst. Ich hab alles gelesen. Ich muss mal gucken. Oh, Adler am Tor und Jansen, ey. Ich hab, ach, jetzt hab ich nie geguckt, jetzt hab ich nie geguckt. Ach, Spiel. Schau. Alter, das ist natürlich auch geil. Auf Land, du musst Fußball gucken. Ey, der Philipp wäre hier schön bei seinem MKW. Ja, genau. MKW, genau. Ja. Der SMK auf dem Weg. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal gegen wen Deutschland spielt. Ecuador. Das habe ich gehört, aber ich habe vergessen. Weil solche Testspiele sind mir einfach kackegal. Ja, nicht. Ich guck immer. Also als richtiger Fußballfan guckst du immer. Touré. WM schaue ich aber so. Hab ich mich gerade, Alter. Ja, 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 jeder guckt WM. WM schaue ich aber so Quali oder so Testspiele schaue ich eigentlich fast nie. Ist das? Ist ja echt so ein bisschen so. Was hab ich gedacht, das ist ja nicht, nee. Ich glaube, da auch nicht mehr. Ich hab schon bitte reingespielt. Das ist ja, das ist ja schon der letzte Streik, oder so. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist die letzte? Das ist schon die letzte, die ich habe. Oh, ich freue mich schon auf die Kommentare, wenn es Kommentare gibt, weil es irgendwie doch das zweite. Ich auch. Bei dem Titel steht Feed Marcel, Börs Marcel. Ganz so ein nein, Quatsch, die kenne ich ja. Mein Video hat kein Video, das hat die meisten Klicks bei uns. Also ich bin Fame, weißt du doch. Du bist Fame, genau. Ja schon, aber die denken sich dann bestimmt, ist das der Marcel? Könnte es sein. Natürlich. Ich bin hier der EPS Marcel, ich schätze es nicht fest und das ist der EPS Film. Sollte jetzt unsere Zuschauer schon wieder ein bisschen doof, oder? Also, das ist ein Stein. Oh, guck, du bist auch schon ein bisschen doof. Wo ist hier ein Stein? Mögen wir, weißt du? Nee, draußen. Nee, aber kein Problem. Also, die kennen uns. Denke ich mal. Ich denke auch, dass die uns kennen. Zumindest die 13, die uns abonniert haben. Na gut, eine davon ist deine Schwester. Einer davon ist ich. Der andere ist Tim. Und ich. Und den Tom hat uns nicht abonniert. Oh, komm mit. Jetzt hoch. Boah, pass auf, Philipp, gleich 3D. Boah, 3D-Effekt. Der hat nicht im ersten Part voll geflasht, ey. Das kannst du aber wissen. Ey, jetzt laut mal, oder? Was ist mit laut los? Boah, das geht so ab. Okay, das war's für den Part. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich auch. Bis zum Special Cup. Bis dann. Und ciao.